Kunstbegeisterte Menschen hier an Bord? Sagen Sie mal, ja muss das heißen. Was ist denn mit Ihnen los? Kunst ist doch was richtig Schönes, oder nicht? Ach, ich begeister Sie schon doch für Kunst. Da machen Sie sich mal keine Gedanken, ne? Denn jetzt kommen wir eigentlich zum Spektakulärsten, was der ganze Hamburger Hafen zu bieten hat. Das Allerschönste, meine Damen und Herren. Das ist weltweit einzigartig und garantiert haben Sie das noch nie zuvor gesehen, weil das nur bei uns in Hamburg existiert. Also, meine Damen und Herren, holen Sie auf jeden Fall alles raus, was Bilder macht. Es ist der nackte Wahnsinn, sage ich. Lehnen Sie sich ganz entspannt zurück, strecken Sie die Füße leicht aus und dann richten Sie den Blick Richtung Backbord. Links. Was my twin expect?
wir haben ja hier auch noch ein kleines Stargast, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal weiter an der Steuerbordseite. Da ist ein Schiff so ein bisschen versteckt unter einer weißen Plane. Das ist die Eclipse, die da unterliegt. Eine Mega-Yacht, die seinesgleichen sucht, mit einem Kostenpunkt von 890 Millionen Euro. Das Schiff gehört kein geringeren als Roman Abramowitsch. Den kennen Sie, glaube ich, alle, den russischen Ölmilliardären. Und, ja, meine Damen und Herren, was kriegen Sie alles für 890 Millionen Euro? Sie sehen hier die drittgrößte Yacht, die das auf der Welt gibt. Für so viel Geld bekommen Sie ein Schiff von 126 Meter Länge, was ausgestattet ist mit 90 Suiten. So, 90 Suiten für eine Person ist vielleicht ganz wichtig, ne? Dann besitzt das Schiff eine 60-köpfige, braungebrannte, attraktive Crew, die darauf geschult ist, einen jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Sie haben dort zwei Pools im Innenbereich, falls das Mittelmeer- oder Karibikwasser gerade mal nicht so Badetemperatur hat. Dann haben Sie zwei Hubschrauberlandeplätze. Falls der eigene Heli im Weg ist, müssen Sie nicht umparken, ist ja auch ganz super, ne? Und dann haben Sie da noch 20 Jetskis in der Garage. Falls Ihnen langweilig ist, können Sie dann auch noch auf ein U-Boot zugreifen. Und das Allerwichtigste, meine Damen und Herren, was die Eclipse hat, finde ich jedenfalls, das ist das Raketenabwehrsystem. Tatsächlich, ne?